Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe mir erlaubt, nebenbei offscreen die 29 Portionen rohes Fleisch in 29 Portionen gebratenes Fleisch zu verwandeln. Ansonsten habe ich hier nichts mehr gemacht. Ich habe bloß letztes Mal noch am Ende Aufnahmeende gespeichert und jetzt gerade Aufnahme beginnen, nachdem ich das Fleisch gebraten habe. In der Hoffnung, dass durch diese zusätzlichen Speicherstände ja, falls die Aufnahme schief läuft, ich nicht wieder alles nachstellen muss. Genau, also wir sind jetzt hier auf dem Weg zurück zum alten Lager, um erstens Level 5 zu erreichen, da fehlen nämlich noch zwei Stufen, und zweitens im neuen Lager Geld zu besorgen und natürlich auch im alten Lager Geld zu besorgen. Ich sag immer ein neues Lager, wenn ich altes Lager meine. Das ist mir schon mehrfach passiert, habe ich gemerkt, das ist beim Durchgucken. Aber ich meine natürlich immer das alte Lager, wenn ich mir irgendwas besorgen will oder irgendwie abfällig rede. genau. Erfahrung, Geld und was Wichtiges, um im neuen Lager aufgenommen zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, ist die verschlossen. Und genau, ich kann aber Schlösser öffnen mit 50% Chance. Was ich dazu machen muss, ist jetzt links oder rechts zu drücken. Ich drücke mal links. Das hört sich gut an. Dann drücke ich rechts. Und rechts, also links, rechts ist die falsche Kombination. Und das Problem ist, wenn man halt die falsche Kombination drückt, dann hat man diese 50%ige Chance, den Dietrich abzubrechen. Da ich jetzt falsch lag, muss ich nochmal von vorne anfangen. Also links. Links und vielleicht dann rechts. Yep, damit habe ich die Kiste geknackt und kriege auch gleich zwei Dietriche, zwei Biere, ein paar Pfeile und ganz viel Erz. Genau, so funktioniert das mit dem Schlösserknacken. Man muss also die Kombination immer erraten. Egal wie gut man ist, man muss es manuell machen, von Hand. Aber die Chance, wenn man falsch liegt, dass der Dietrich abbricht, die geht halt massiv runter mit der Zeit, wenn man richtig gut wird. Ich hatte jetzt halt einfach gerade ein bisschen Pech mit den 50%, hätte er genauso gut auch andersrum laufen können. Der Typ kann ja doch angeblich was beibringen, ne? So Fälle abziehen oder so. Der da, genau der. Beklaue ich ihn? Nein, ich beklaue ihn lieber nicht. Aidan! Guten Tag, der Herr. Guten Nachmittag. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Das sind 4 Lernpunkte, aber ganz schön viel Erz. Wie viel Erz habe ich denn? 78. Na, ich glaube nicht, dass sich das gerade lohnt, was Einzelnes zu lernen. Da spare ich mir lieber die Portion von 10 Lernpunkten auf, um vielleicht irgendwas anderes zu lernen, was 10 Lernpunkte braucht, was Größeres. Akrobatik vielleicht jetzt nicht direkt, aber ich weiß nicht, Zweihänder oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. So, an dieser Höhle kamen wir mit Mordrak vorbei und da sind Mordrats drin. Und vor dem Kampf speichere ich einfach mal eine Runde. Das ging schon mal schief bei Mordrats. Und da liegt ein Toter. Nein, ein Skelett. Na? Geht doch. Und was gibt's denn hier? Eine verwitterte Axt. Das ist die Waffe, die ich gerade... Hey, was? Jetzt hat gerade die Steuerungstaste nicht irgendwie gegriffen, keine Ahnung. Aber jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das war. Okay, also hier liegt so ein Skelett. Ja, nee, so wie der will ich nicht enden. Und genau, man hat gerade gesehen, durch die Rüstung, das ist zwar nicht die beste Rüstung, eigentlich sogar eine ziemlich miese. Ich meine, man kriegt die halt ganz am Anfang und auch noch geschenkt. Entsprechend schlecht ist sie natürlich. Aber sie ist besser als keine Rüstung. Und deswegen wurde ich jetzt von den Mordrats zwar getroffen, aber habe deutlich weniger Schaden gekriegt. Als ganz am Anfang komplett ohne Rüstung. Von daher vermute ich auch, dass der Schutz vor Waffen 15 bedeutet, dass tatsächlich 15 Schadenspunkte abgezogen werden.
dass ich also nur noch 15 statt 20 Schadenspunkte kriege. Also wenn jetzt die Morads zum Beispiel 20 Schaden machen, kriege ich dann noch 5. Oder jetzt halt, naja, 4 habe ich abgezogen gekriegt. Und letztes Mal war das eher so die Richtung, ja doch ein Drittel kommt hin, 20 passt, könnte passen. Was ist hier eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt, als ich mit Mordrak da runtergelaufen bin. Ein Turm, aha. Hä? Was war das denn? Hä? Da war doch gerade... Was? Da schon wieder. Was? Hä? Aber wenn ich rückwärts drüber gehe, nicht... jetzt will ich... Nein, jetzt nicht mehr. Hä? Das ist ja... komisch. Grafikfehler. Na gut. Immerhin falle ich nicht runter. Nicht abgeschlossen. Okay. Ist da irgendwas? Nein, nein, nein. Ich will nach oben gucken. Kann ich da hochklettern? Das könnte sogar sein. Ah, eine Truhe. Ah, die ist auch verschlossen. Links? Nein. Rechts, links, rechts. Rechts, links, links. Ah, okay. Ein Dietrich zurück, eine verfehlte Axt, ein grobes... Oh, 20 Schaden, 20 Stärke. Das ist doch mal praktisch. Ich habe zwar nicht genug Stärke, aber ich könnte jetzt zum Beispiel Stärke plus 5 leveln. 7 Fall, ein Voll. Ich habe das Gefühl, die Grafik spinnt gerade ein bisschen. Da rechts flackert's. Da links wird es nicht angezeigt. Ein Feuerpfeil. Die erste Spruchrolle. Der erste magische Spruch. Ah, das Brett blockiert wahrscheinlich hier, ne, dass man da hoch kann. War ja klar. Kann ich da direkt hoch? Yep. Oh, das ist gefährlich. Hier will ich speichern, bevor ich da runterfalle. Okay. Jetzt darüber. Yep. Okay. Und was gibt's hier? Also das kenne ich nicht. Ich habe das Spiel zwar schon gespielt, aber das hier ist mir neu. Komm ich da direkt rüber? Nein, komme ich nicht. Dann muss ich mal eben wieder laden. Das ist ja lustig. Das werde ich jetzt aber, glaube ich, erstmal lassen. Bevor ich da wieder runterfalle. Warum ist die Tür jetzt genau zu? Habe ich die Sachen aus der Truhe genommen? Ich hab da nachgespeichert, oder? Ja, ich habe da nachgespeichert. Ich gehe da mal... wenn ich mal hier in der Nähe einen Folgenschnitt mache, dann werde ich da mal offscreen hochklettern. Also bis dahin, wo ich gerade eben war. Die ganzen Wiederholungen, weil ich wahrscheinlich noch mehr als einmal runterfallen werde, euch zu ersparen. Und dann sehen wir gemeinsam, was es dort oben gibt. Aber jetzt zunächst mal habe ich in meinen Aufzeichnungen, also quasi, als ich die Folgen durchgeguckt habe, gesehen, dass ich hier tatsächlich, nachdem ich so groß geschwärmt habe von diesen Teilen, einen Höllenpilz übersehen habe. Ja, so kann es gehen. Jetzt fehlen mir 10 Stärke. So, die Schifferklamotten, die ziehe ich mal aus. Ich will ja jetzt schließlich ins alte Lager und denen erzählen, dass ich mich anschließen will. Und da kommt es vielleicht, na, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht allzu gut, wenn ich in den Klamotten vom neuen Lager hier ankomme. Die sind ja ein bisschen verfeindet, die beiden Lager. Oh, ein Scavenger. Moment, aber für den ziehe ich die Rüstung nochmal an. Das war ja einfach. Irgendwie. Wenn man so ein bisschen kämpfen kann, ist es. Das, was am Anfang so ein Problem war, 2 Scavenger auf einmal oder so, war ja echt böse ganz am Anfang, wenn man nicht kämpfen konnte. Na, ohne Rüstung und so. Aber jetzt ist es ja total simpel. Naja, auch jetzt gibt es wahrscheinlich Gegner, die ich nicht annähernd schaffe, wie zum Beispiel Lefty im neuen Lager. Ich denke, ein paar Folgen werde ich soweit sein, dass ich dem mal überzeugend darlegen kann, warum ich der falsche Wasserträger bin. So, und bevor ich jetzt die ganze Sache hier im alten Lager anfange, will ich nochmal ordentlich eine Runde speichern, falls ich irgendwas verbocke. Hey Diego, ich will mitmachen. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun?
Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Da ist wieder Matt. Mach's gut. Wenn du meinst. Lass dich von mir nicht stören. Ja, du störst mich aber. Ich hab dir doch schon mal verprügelt. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! Wieso ich? Ich will doch gar nicht in die Burg. Ach, das ist Matt, der in die Burg rennt. Na denn. Hoffentlich ist er jetzt nicht böse, weil ich den Typen da verhauen hab. Ach was. Ach ja, richtig. Mordrak ist weg. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Ja, komm. Er ist weg. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Okay. Ja gut, früher oder später muss ich da eh rein, um den Brief abzubringen. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Aha. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Ich habe mit Whistler geredet. Du bist mit seinem Erz durchgebrannt, du gerissener Hund. Nein, nein, nein. Ich muss schon sagen, Mut hast du ja. Ich wollte das heute vorbeibringen. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Und den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Okay. Mach's gut. Jetzt ist erstmal der wieder da. Hast du eigentlich keinen... Halt! Was ist? Du darfst nicht Wieso in die Burg. Ich? Hau ab. Wieso ich? Das ist Matt. Okay, also Whistler ist wohl ein bisschen angepisst gerade. Mit Sly habe ich ja schon geredet. Nee, Moment, der hat doch gemeint, er kann mir helfen, wenn ich Probleme mit Leuten habe. Ja. Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Ich denke schon, aber... Boah, 100 bis 500 Erz. Und Gomez, Torus, Diego. Whistler funktioniert also nicht. Na gut. Man merkt schon, wie das hier im alten Lager läuft. Das ist hier Vetternwirtschaft. Eine Hand wäscht die andere. Aber sie tun halt eben trotzdem so, als wären sie nicht korrupt oder so. Es geht hier nicht darum, was man kann, sondern nur darum, wen man kennt und wie gut man den Leuten steht. Was halt im Endeffekt dazu führt, dass nicht die Leute, die wirklich gut sind, an der Spitze stehen, sondern die, die sich möglichst einschleimen können. Und dementsprechend... Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Ach, verdammt. Nö. Ich werde nicht mehr zahlen. Du hast schon genug gekriegt. Du enttäuscht mich. Von nun an sind wir keine Freunde mehr. Du wirst selber aufpassen müssen, dass du nicht von üblen Halunken niedergeschlagen und ausgeraubt wirst.
Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Das werden wir ja sehen. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. War das gerade eine Drohung? Fände ich ja nicht so toll. Ach Moment, hier ist doch eine Truhe. Mal gucken, gehört die wem? Links. Ist links, links, rechts. Links, 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 rechts. Was? Viermal links. Okay. Boah. Da könnte ich gleich weitermachen mit Wasser verteilen. Hey, vielleicht ist Lefty dann nicht mehr so sauer auf mich. Ich habe allerdings relativ wenig Lust, da wirklich Wasser zu verteilen. Das ist einfach ätzend und langweilig. Hey, Jackal. Da unten gehe ich gleich mal hin. Wer ist das? Das die, ach nee, das sind die Schatten, die sich beeindrucken, ne? Oder den Gefallen tun. Okay, bei Whistle habe ich es ja schon verschissen. Wen gibt es denn hier noch? Der eine meinte doch, ich muss was lernen. Taschendiebstahl oder so. Schlösser knacken kann ich ja jetzt. Vielleicht ist das ja jetzt schon erfüllt, das, was der von mir wollte. Ach, Mist. Ach, Mist. Naja, gut, ich muss ja nicht da oben rum, da war ja gerade nichts. Also niemand zumindest. Achso, ja. 1, 2, 3, 4 mal links und dann das Zeug hier rüber. So. Ich gehe jetzt einfach mal direkt nach unten. Ups, wie komme ich da jetzt runter? Ach ja, hier kommt man runter. Jep, das funktioniert. Wunderbar. Dann sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Und werden das Zeug verkaufen und eine neue Waffe besorgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.